Ja, zwei Hirsen. Grüße, Erik. So, Leute. Oberschenkel schon noch ein bisschen. Ihr stellt euch hin, geht in die Kniebeuge. Quasi hier rein. Ja, dass ihr mindestens parallel seid. Und dann geht ihr nach vorne 5 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5. Kommt hoch. Umdrehen. Kniebeuge. 1, 2, 3, 4, 5. Hoch, um. Kniebeuge. Aber geht mal richtig die Kniebeuge, ihr habt zwei Gläser, dann geht alles cool aus. Das ist hinkommen. Oberschenkel parallel zur Erde. Also, runter. Oberschenkel parallel zur Erde, 5 Schritte nach vorne. Bis zum Endenpo. Jetzt nach oben, umdrehen. Wieder runter, parallel zur Erde. Bleib unten. Das war Asche. Machen wir es nochmal. Das, Oberschenkel brennt. Geil! Los! 1, 2, 3, 4, 5, Konzentration, sehr gut. Hoch, runter, gleich runter und nochmal 5 zurück. Nicht ganz weit runter. Runter, 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 runter. Wir sehen, wir müssen die Kiddies rannehmen, Leute. Jetzt wird das nicht. Nein. Da rennen die alle rum wie die letzten. So, das zieht er durch. Ich sag mal so, 5 bis 10 Durchgänge, meine ich immer mit diesen 5 Schritten. Dann macht er eine Pause, oder wenn die Oberschenkel eher brennen, dann könnt ihr das eher machen, aber ja. Also im Grunde genommen so 10 Kniebeugen insgesamt gemacht habt, ich denke mal, das sollte drin sein. Dann macht er die Minute Pause und davon, denke ich mal, sind 10 Sätze auch drin. Okay, viel Spaß, vorfrei.